Hi Leute, Jago hier, eure Nummer 1 Quelle für Metroidvanias. Und wir schauen uns heute die Demo von Tales of Canzerra Zhao an. Ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Das Game kommt am 23. April 2024 raus. Für alle gängigen Konsolen. Ne, für alle aktuellen Konsolen, sorry. PS5, Switch, PC und die Xbox Series, PS4 und die ehemalige Xbox One sind nicht dabei. Es wird auf Deutsch und Englisch und vielen anderen Sprachen rauskommen. Und das Interessante an dem Setting ist, es ist ein afrikanisches Mythologie-Fantasy-Setting. Das ist ganz cool. Ist natürlich Metroidvania, so mal ganz klar ist, ne? Metroidvania wird doch. Metroidvania Mittwoch geht gut los. Die Entwickler sind Surgeon Studios, habe ich noch nie von gehört. Und der Publisher ist EA, also Electronic Arts. Und da muss ich tatsächlich ausnahmsweise mal negativ ankreiden, dass die Demo nicht auf Deutsch ist. Normalerweise würde ich dafür keine negativen Punkte vergeben. Ich gebe immer positive Punkte, wenn die Demo trotzdem auf Deutsch erhältlich ist. Aber bei einem Triple Quadruple A Konzern, der das published, keine deutsche Demo zu haben oder keine mehrsprachige Demo ist schon fast ein bisschen peinlich. Aber gut, vielleicht ist das Game trotzdem ein Banger und das volle Game wird dann auf Deutsch verfügbar sein. Wir schauen uns das Ganze jetzt 20 bis 30 Minuten lang an und ich würde sagen, wir starten rein. Ihr lasst ein Abo da und Abfahrt. Dieses Spiel ist eine rein fiktives Game, bla bla bla, alle Namen und Charaktere sind nur zufällig gewählt, bla 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 bla, das ist das Speichermenü, Logo, Autosave, Teil, kennen wir alle, haben schon alle mal ein Spiel gespielt. Danke fürs Downloaden der Demo, wir sind immer noch dabei, das Spiel fertigzustellen. Bitte vergib uns, wenn es Bugs oder noch nicht ganz abgerundeter ist und das Restliche konnte ich nicht lesen. In liebender Erinnerung an diejenigen, die unser Leben berührt haben. Dieses Spiel ist ein Tribut an ihre weiterlebenden Geister. Every story begins at the end of another. Das ist ja gevoiced. The shaman's path is one of healing. One of guiding. Yet, how does a shaman perform his duties when he is the one in need of healing? Of guiding? Baba. Help me, Baba. I need you, Baba. Kalunga, god of death. Hear my plea, Kalunga, God of Death, come to me, Kalunga, God of Death. Kalunga, God of Death, guardian of the veil between the realm of the living and the dead. My name is Zhao, shaman of Amandla. And what? It is told that there are three great spirits who have denied you. And if a shaman can cross your veil, having shepherded these spirits with death in tow. Great favor by death, true wealth bestowed. I know the tale. And tell me, Kijana, what wealth is it that you seek? My Baba, a sickness plagued him. You have taken his soul, and I am here to reclaim it back. I seek my Baba's return in exchange for these spirits. But those who fail, Kalunga's grace shall know. I know what is at stake. What do you truly? All I see before me is a boy. A desperate boy with a desperate plea. I am a shaman, my father's son. Wielding his masks, knowing his ways. I can do this, Kalunga. I know I can. Words carry little weight against the strength of action. But you have spirit. This much is true. We go east. Perhaps there you may prove to me you are worthy of such a task. I will show you my worthiness. Show you the grace of the moon.
Oh, wir sind drin. Okay, sorry, dass ich da gerade einen Dialog geskippt habe. Ich dachte, ich muss weiter drücken, aber das ging automatisch weiter. Okay, so, also der Hatzer ist immer mal nice. Das Voice Acting ist nice. Alles sieht schon mal nice aus. Ich habe nicht gelesen, was ich drücken soll. Ich kann springen, ich habe Double Jump, ich habe Masken. Achso, und ihr habt wahrscheinlich, ich meine, die meisten von euch sprechen Englisch. Ich erkläre es trotzdem nochmal ganz kurz. Also wir sind ein junger Schamane in diesem Dorf wahrscheinlich. Und unser Vater, unser Baba, ist verstorben. Und wir haben den Gott des Todes, Kalunga, der da steht, jetzt angefleht, uns anzuhören, weil wir unseren Vater zurückbringen wollen. Und der Gott des Todes hat gemeint, jo, okay, kann ich machen, aber bist du dir sicher, dass du weißt, was du tust? Weil du weißt, was dich erwartet, wenn du scheiterst. Der Gott des Todes will natürlich dann, ne, ein entsprechendes Opfer haben. Und ja, wir sollen nach Osten gehen. A drücken zum Springen, okay. Ey, das sieht da super aus. Ach, guck mal, so kann ich zielen. Nice, wie ein Metroid Dread. Ist ein bisschen am Ruckeln. Wahrscheinlich noch wegen der Demo. Le Demo. So, wir haben von Anfang an eine Double Jump. Das ist auch schon mal ein dickes Plus. Ey, das sieht ja wahnsinnig gut aus. Look at this! Ist das das schönste Metroidvania? Oh, da komme ich nicht hoch. Da muss ich... Moment. Verdiene der Kalungas Hilfe. Das ist unsere Quest gerade. Akt 1. Und das könnte auch tatsächlich mal wieder ein Game sein, dass der einfach eine Story erzählt und währenddessen ein Metroidvania ist. Oh! Auch dafür wäre es schon wieder ein Pluspunkt einfach. Ah, ich kann dashen. Okay, nice. Dann komme ich durch Wasserfälle durch. Okay. Gefährliche Gegner durchstreifen das Land von Kenzera. Nutze die Kraft der Masken, um sie zu besiegen. Die Masken sind übrigens von unserem Vater, der war auch Schamane. Die Maske des Mondes beherrscht den Kampf, indem sie Long-Range-Angriffe benutzt und Crowd Control. So, und damit können wir dann piu, 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 piu machen und dann gewinnen wir. Achso, stimmt, ich kann ja zielen. Kann noch ein Heavy Attack. Kann auch einen Heavy Attack machen, aber der ist. Ah, der ist ein Nahkampf, okay. So, dodgen, dann zielen und dann. Daneben schießen. Okay, jetzt kurz Cooldown haben. So, jetzt läuft's doch. Heavy Attacks benutzen. Oh, Heavy Attacks sind actually heavy. Schlagen die Gegner zu Boden. So, nice, der ist down. Und zack, 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 bisschen zielen. Sehr gut. Komm ich da hoch? Nein. You wield a powerful mask. I use the mask to channel my power. It is the mask of the moon. Baba taught me the ways. Graceful is the flow. A harmony soaked in virtuous intent. We should keep moving. Your proficiency intrigues me, but yet it does not make you immortal, Kijana. You are injured. You must heal. I am fine. A gazelle that limps will struggle to outrun the lion. Maybe you are right. Fine. I will heal. Healing. Wir können uns heilen. Mit F. Okay, mit dem Stick nach oben. Mit D-Pad nach oben. Alles klar. Finde ich aber gut, dass es gleich wechselt, wenn ich auf Maus oder Tastatur wechsle. Controller wechsle. So, einmal nach oben drücken. Dann verbrauchen wir lila Bobbel und teilen uns. But never so unsettled. You now walk with the presence of death by your side. And these spirits linger here, not ready to let go. You do them a service by performing your duties and giving them peace in Ganga. Kann Wall jumpen. I love it. Codex Entry. Oh mein Gott. Okay, wir haben Codex. Wir haben Plot. Wir haben Lore. Wir können ganz viele Sachen angucken. Auch zu den Creatures, zu den Monstern und zu den Charakteren. Okay, 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 okay. Finde ich nice. Übrigens, wenn das... Also, Critical Role hat da wohl irgendwie mitgearbeitet, ne? Die Leute von Critical Role. Und ich glaube, der Voice Actor von Zhao hat auch bei Critical Role mehrmals Gastauftritte gehabt. Das ist, glaube ich, ein guter Freund von den Leuten da. Ach, a sealed gate. No matter. There must be a key nearby.
Okay, komme ich nicht durch? Doors locked. Okay, was brauche ich? Ich brauche irgendwas, okay. Irgendein Ding. Gut, kriegen wir hin. Ah, guck mal, das ist markiert mit lila, dass man da hoch kann. Das ist ja nice, das ist ja clever. Clever, clever. Normalerweise ist es gelb. So Markierungsgedöns. Spätestens seit... I will show you the strength of the sun. Okay. Die Maske der Sonne gewährt sau brutale Nahkampfangriffe. Drück mehrmals hintereinander X, um schneller einen Kompass zu machen. Boom, 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 boom. Geil. Wie auch immer ich das wechseln kann, aber das finde ich cool, dass es zwei verschiedene Modi gibt. Das ist sweet. Achso, so Heavy Attacks machen. My bad. Okay, dann kann man den so in die Luft schmeißen. Und dann in der Luft verprügeln. Cool. A powerful mask. With no question a powerful history. The mask of the sun. Baba showed me that to wield it is to harness a most ferocious love. The fiery flames of noble intentions. Your Baba taught you well. Not just a boy now, eh? Only time will tell. The sun, the moon. I must embrace the dance. Ich liebe auch das Writing. Das ist richtig gut geschrieben. Es macht Spaß, das zu, sich anzuhören oder zu lesen. Ich werde jetzt nicht alles übersetzen, einfach weil Demo-Präsentation und so. In einem Let's Play wäre das natürlich anders, aber es würde ja eh auf Deutsch rauskommen. Vielleicht Let's Playen wir das ja. Schauen wir mal. Drücke LB, um zwischen der Sonne- und Mondmaske zu wechseln. Das ist der Tanz des Schamanen. Okay. Zack, switch. Switchy! Also schießen, 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 auf ihn zurennen, dann Feuer, hochschlagen. Oh, das ist ein cleanes Kampfsystem. Geil. So, habe ich jetzt... Ah, ne, find the key. Ich habe den Schlüssel noch nicht gefunden. Whoopsie. Ach, hier geht's weiter. Ah. Hep. So, das raus. Ich kann nicht. Ology. It is the spiritual property that resides in everyone and everything. Through your resonance as a shaman, it can accentuate your inner power. When the time is right, use this energy. Adapt it to your will. Through Ology, Zao, you can become stronger and faster than ever. Okay. Ology ist die Seelenenergie, die man bekommt, wenn man Gegner besiegt. Sammel Ology, um Schamanenpunkte zu bekommen. Schamanenpunkte können für Upgrades benutzt werden. Ah, okay. So, jetzt zieht er das Ding da raus. Und was wir jetzt als erstes mal checken müssen. Ah, keine versteckte Wand. Ich dachte schon, ich hätte da was gerochen. So. Ja, ich bin hit! Goodbye. Ah, da waren die... War das die Energie? Auf jeden Fall oben rechts sehen wir jetzt einen Kringel, der sich auffüllt. Was ist das? Ach, das ist Ology. Ology. Oh mein Gott, der Spin. Cool, es gibt verschiedene... Oh, verschiedene Animationen, je nachdem, welche Maske man draußen hat. Das ist so nice. Das spielt sich echt gut. I cannot reach it. Okay, wir können Walljumpen. Hep. Wie viele Fähigkeiten wir am Anfang schon haben. Oh, wow. Weggeklonkt habe ich den. Ah! Ups, wo bin ich? Oh, 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 mir geht es nicht gut. Ah, ist runtergefallen. Goodbye. Oh, ich wollte weglaunchen. Genau so. Ich muss den aber nicht hinterher rennen, damit ich die Sachen kriege. Ich halte mich nochmal, mir geht's gerade nicht so gut. Das spielt sich echt lecker. Kann mir doch schon durchaus da vorstellen, daraus wieder ein Let's Play zu machen. Müssen wir mal gucken, wie es denn soweit wird, wenn es dann irgendwann raus ist. Was wir da alles vorhaben. Schauen wir mal. Aber Promising ist es auf jeden Fall. Kommt dann natürlich noch auf den Preispunkt an, wenn das ein EA-Game ist. Ist ja auch spannend eigentlich, dass Ubisoft und EA im gleichen Quartal ein Metroidvania rausbringen. Zwei sehr große konkurrierende Firmen. Aber die haben wahrscheinlich gerochen, dass Metroidvania groß rauskommen, Alter.
Fury and Grace. The mask of the sun and the moon. Baba would say the sun and moon never oppose one another. They labor for the same purpose. Never hold one over the other. It is a balance. Kamauhai Nakifo. Richtig gutes Voice Acting, I love it. Außerdem gibt's viel zu wenig Metroidvanias mit Voice Acting. To be fair, ist ja auch sauteuer. Und die meisten Metroidvanias sind halt eher so Indie-Games und die haben halt meistens kein Geld. Was habe ich gerade eingesammelt? Achso, wahrscheinlich diese gelbe Energie. So, jetzt schiebe ich das da runter, dann brüche ich die Brücke ein, oder? Sehr schön. Und jetzt kann ich mich hier rechts durchschlagen. Was ist das? A floating Griot idol. Do you feel that too? That's energy. I do. It is not a sense of apprehension or fear, only inspiration. It is calming. I want to go closer, but I'm not sure. Approach it, Zao. Awaken its energy. Okay. Höre das Echo. The boy stood before a being he was familiar with. A stranger too. Okay, wir openen das Menü. Okay, es gibt offensichtlich 4 Akte. Weiß nicht genau, warum man sowas dem Spieler vorwegnimmt, aber gut. Oh, Skill Trees, Baby! Aber wir haben noch keinen Skillpunkt. Okay, wir können damit schnell reloaden, wie in Gears of War, dass du dann im richtigen Timing drückst und dann ist die Waffe sofort nachgeladen. Oder hier kann man wahrscheinlich... Achso, wenn man das perfekt timet beim Angreifen, dann kriegt man... Macht man mehr Damage. Okay. Und Trinkets könnten wir jetzt equippen. Ist das jetzt, weil ich hier stehe oder weil ich das Menü freigeschaltet habe? God knows. Whoop, whoop. Einmal da durch, einmal darüber. Da ist ein Hebel. Ah, und da komme ich ja zur Tür. I see. Beziehungsweise zur Schlüssel. Finally. Now to the gate. Hoffentlich werde ich nicht von Monstern überfallen auf dem Weg nach Hause. Was heißt nach Hause? Auf meiner Reise. Zum Schloss. Oh oh. Oh nein, Monster, ich wurde überfallen! Spirit Attacks. L und R gleichzeitig zu drücken, aktiviert den Spirit Attack. Kostet 2 Spirit Segmente. Die Maske des Mondes benutzt den Lunar Blast. Ein Laser, den ich kontrollieren kann. Und die Maske der Sonne benutzt den Supernova. Bei dem ich mich in feuriges Inferno verwandle. Okay, sie sind tot. Holy Cannelloni, ey, die habe ich zur Sau gemacht. Oh! Frechheit. Nice. Ui. Oh. Der macht mich zur Sau. Nein, lass mich doch dodge. Schieß ihn aber ab. Ach, der hatte den Schild. Aber jetzt kann ich ihn Crowd controlen, ne? Hab ich ihn gerade geparried? Bam, 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 bam. Nice. Gewonnen? Okay. Huh. Der hat mich ganz schön vermöbelt. Ich heil mir nochmal. Schlüssel rein. Zao, I have seen enough. I will journey with you, Shaman. This is the road to Ikakaramba, home to the great spirit of the sky. That is our first destination. Ikakaramba! The sooner I bring you the great spirit, the sooner you return my Baba to me, yes? This will not be easy, Shaman. Those before you have tried and failed. Then I will not. Come, we're making little progress standing around. Get to Ikakaramba. Get to the Great Spirit. Ja, Mann, wir wollen losreisen. Oh, Babys erster Skillpunkt. Und ich habe mich ja schon entschieden. Ich will die Perfect Recharge, weil mitten im Kampf dann X zu timen, finde ich immer sehr stressig. Und einfach einmal Reload zu timen, finde ich wesentlich angenehmer. Also wir zeigen das mal. Was muss ich drücken? Ja, einfach nochmal schießen. Und dann kann ich... Oh, das ist auch aufgeladen. Das ist ja mega.
Was war das? Hello? Pata Kativu, da kommen wir her. The Bulu Caverns or the Great Cliffs? Okay. Huh. The girl has a little tin voice. Give her a moment. Let her finish her melody. I cannot wait. Hey, move please. Huh? I said move. So, wait. No. What do? Da lang? Ne, ich muss noch da links. So. Okay, okay, Stacheln! Oh, oh Gott! Okay, das ist nice, weil das. Oh, ist eine coole Passage. Okay, erschossen. Zack, 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 zack. Okay, wenn man das gut timet und dann ein bisschen abwechselnd macht, dann ist. Da kann man gut viel rausholen auf dem Kampfsystem. Nice. So, every step, another obstacle, another obstruction. The gates, the spirits, the girl, now this stupid bridge. Hm, I was not expecting that. What? A shaman to be bested by a bridge. It did not best me. It did. You are careless. Since we began, you have been so focused on reclaiming what you feel is yours that you disregard yourself, others, the very journey itself. What? That is not true. I am doing this for my Baba. Recklessly charging with abandon, scaring a little girl, endangering her life and yours? You do this for your Baba? You wish to walk this path? Do it with respect. That girl up by the bridge. She was calling to something in the sky. She may know of the great spirit we are seeking. Perhaps. But first, you must find a way to the surface. Oh, ich mag Kalunga. Kalunga ist ein nicer Dude. Er hat absolut recht, der Typ. Ach, schön. Okay. Folgen wir dem Pfad nach Westen. Auch wenn wir eigentlich nach Osten wollen. Aber manchmal musst du zurückgehen, um nach vorne zu kommen. Was haben wir hier? I know this symbol. Greatness. Oh. Greatness. Da bin ich. Fools chase it, yet heroes are found by it. What is such a symbol doing here? I once saw my Baba paint the same symbol. It must be a way of the shaman. A challenge of some sort. Not every challenge needs a challenger. Let us continue our journey. We have much to do. No, no, you do not understand. Beyond there is a power. I can feel it. One that only we can use. All I have to do is get through it. Prove my worthiness as a shaman. Hmm. The choice has always is yours. If you believe you can, then you must. But be cautious. Ist ja gut, ich mach ja. Ah, Staffel. What? Ist das ein One-Shot? Insta-Death-Stacheln. Hmm. It's Gritten. Ah, ich bin kein Freund von Insta-Death-Stacheln. War ich noch nie und werde ich nie sein. Sobald du einen Fehler machst, bist du tot. Das mag ich nicht. Kein Fan. Wirklich kein Fan. Gut, es war jetzt wenigstens noch einigermaßen leicht. Aber, meiner Meinung nach punishing genug, wenn man einfach nur eine Menge Damage kriegt, aber. Ne? Oh Gott! Vor allem mit dem Dash. Jupp. Okay. Boah, Insta-Dev-Stacheln, Alter. Verstehe auch gar nicht, warum man das macht. Also, offensichtlich gibt es ja Leute, die das mögen. Sonst würde man sowas nicht programmieren. Aber, Na gut. Vielleicht bin ich ja der Außenseiter, der das nicht mag. Und alle anderen finden es geil. Aber, eine Kiste. Ein neues Trinket. Kann ich das einfach equippen?
Damage inflicted by slamming enemies into each other or the environment is increased. Ah, wenn ich Gegner ineinander reinschmeiße, mache ich mehr Schaden. Huch! I've seen this before. A shaman's trinket. See how delicate it is. Powerful too. Yes. You are lucky, Zhao. This power in the wrong hands would be disastrous. Today, it has found a hopeful host. You are a shaman of Kinzera. Use this power how the others would have wanted. For good. For greatness. Mhm. Okay. Jetzt kann ich hier wieder runter. Ne, warte mal. Wo ist die Map? Ach, ich hab noch keine Map. Ach so. Das ist das Problem. Okay. Oh, es sind Feinde! Wäre eine Schande, wenn jemand richtig krass vermöbeln würde. Ich hab gar nicht rausgefunden, wie ich Gegner ineinander reinschmeiße. Wahrscheinlich einfach mit dem letzten Angriff von meinem Light Attack. Really think that the bridge would best me? Yes, I did. Shows how much faith you have in me. Yes, it does. Workbenches are used to equip trinkets. Jetzt kann ich meine Sachen equipen. Okay. Wenn man Gegner in der Luft juggelt, dann kriegt man mehr Spirit. Das nehme ich. Das heißt, wenn ich die in der Luft halte, gibt's mehr. Huch! Was bist du denn? Kann die nicht in der Luft halten. Das hat ein bisschen Auto-Aim, das ist ganz cool. Got him! Oh, die explodiert! Tricksters corrupted by their lingering circumstance. They have abandoned their jesting nature for spite. Do not underestimate them, Zhao. Da oben ist doch irgendwas versteckt, wenn man da rein kann. Vielleicht kommt man von oben dann als Shortcut wieder zurück, das kann sein. Was haben wir denn da? Da komm ich doch ran. Da komm ich doch hin. Oder? Ja. Na, fast Level up. Komm schon. Up. Gib mir noch ein Level up. Papa noch ein Level up. Oh, ist noch ein Stein. Das wären nur zwei. Da war ich kurz stuck. Wanderer's Pass, Shaman Shrine. Ja, ich hätte gerne eine Karte. That statue. It looks just like the sun and moon masks. Aktivieren? Die erste Metroidvania-Fähigkeit, nicht wahr? Bambas Stone. Während du die Mondmaske trägst, halte LT und benutze den linken Stick zum Zielen. Wenn du RT drückst, kannst du Bambas Stein losschießen, Gegner einfrieren oder Wasser bewegen. I feel different. Hadithia Bamba. The tale tells us his legend. Long ago, the villages surrounding Ikakaramba were at the mercy of raging floods. It was Bamba, a young shaman, who would quell the water's rage. Bamba took a small stone, imbued it with the power of the moon, and threw the stone from the highlands peak when the waters were at their angriest. The force of his throw was so great, so fast, that it solidified the waters. It allowed the people to leave safely and migrate away from danger. Now, this shaman shrine means to imbue you with your predecessor's power, Bamba Stone. What is funny? Bamba Stone? Is that really the name? These are the stories of your ancestors. He gave of himself, and the people here reveled in his sacrifices. I mean, for throwing a stone. He got a shrine for that.
His experiences are embedded in the masks you carry. Use these teachings well. Kalunga übelst getriggert, nice. Use Bombastone and Rushing Water to temporarily freeze it. Okay. Alles klar. Und kann man auch Gegner aufputzen. Haben wir ja gerade schon gelesen, weiß ich Bescheid. Und wir haben ein Skillpoint bekommen. So. Aha. Das kann ich auch aufladen. Schieße ich da mehrere Steine? Nee. Ich kann aber nicht schnell hintereinander schießen. Ah, okay. Hoffentlich werde ich das nicht gleich benutzen müssen. Ich muss es benutzen. Unsere erste Metroidvania-Fähigkeit. Nice. Fast hätte ich die Stacheln berührt. Das wäre ja schlecht gewesen. Hep, hep, hep. Wie so ein Frosch von links nach rechts. Nice. So, ich will noch einem Gegner ins Gesicht ballern. Da. Bleh. Oh, ich habe ihn erwischt. So, jetzt ein bisschen Feuer! Bonk! Nice! Ups, gegen die Wand. Hup. Ach, so sweet. Dodgen! Und dann da durch. Und dann zu dem rüber. Komm her! Noch mehr! Mal heilen. Ha! Ein Trip! Ich kann den nicht juggeln. Vielleicht kann ich ihn jetzt juggeln. Hup. Ja gut, das ist hier sowieso ein bisschen eingeengt. Bam! Das ist cool. Also das ist dadurch, dass es halt, dass du zwei verschiedene Stances quasi hast, mit denen du arbeitest beim Kampf, ist es halt schon von Anfang an extrem vielseitig, das Kampfsystem. Kalunga, do all shamans get shrines? No. The actions of the Nganga dictate who does and who does not. Okay, wir sind aber schon über der 30-Minuten-Marke, deswegen würde ich mal sagen, das Spiel ist ziemlich nice. Leckt an einigen Stellen noch unnötigerweise. Wahrscheinlich irgendein falsches Setting, was ich habe, oder weil es halt eine Demo ist. Wird auf Deutsch noch erscheinen, dann ist natürlich Chef Kiss. Das könnte ein extrem gutes Game werden. Sobald es fertig ist, kommt ja wie gesagt am 23. April schon raus. Wir werden die also nicht mehr polischen, aber ein bisschen noch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Das hilft mir mit dem Kanal. Und wenn ihr mich noch ein wenig supporten wollt, schaut mal in der Videobeschreibung rein. Da ist mein Patreon-Link. Dann könnt ihr mir noch einen Fünfer entgegenschmeißen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!